Schmerzen im Bewegungsapparat sind sehr häufig auf Verkürzungen von Muskeln, Sehnen und Faszien zurückzuführen. Da die veränderte bzw. gestresste Gewebesituation unter anderem von Golgi-Punkten registriert und an das Schmerzzentrum weitergeleitet wird, kann eine manuelle Behandlung über diese Punkte zur spontanen Schmerzerleichterung beitragen. Also mich persönlich fasziniert es und ich finde es super, dass man bei der Golgi-Punkt-Therapie einen anatomisch-physiologischen Ablauf, den wir alle haben im Körper, zur Therapie nutzen kann. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte der italienische Histologe Camillo Golgi navale Strukturen, welche die Muskelspannung registrieren und auf kräftige Dehnreize reagieren können. Wir haben die Golgi-Sehnenapparate, das ist eine anatomische Struktur in den Muskelsehnen und deren Ansätze und Ursprünge. Und das sind biomechanische Rezeptoren. Ja. Kann man sich vorstellen, wie so kleine Knubbel, die also in der Sehne drin sitzen und permanent den Spannungszustand der Muskulatur messen. Wir müssen jetzt an den Knochen, wir suchen den Knochenkontakt und der Trapezius, der querlaufende Trapezius, um den es jetzt hier geht, ist befestigt unter anderem an der gesamten Strecke der Schulterblattgräte, also die obere Kante des Schulterblatts, die läuft hier in etwa, was heißt in etwa, also ganz genau von hier nach da. Auf dieser ganzen Strecke finden wir die Golgi-Sehnenapparate, um die geht es hier. Und gehe dann mit meiner Daumenkuppe direkt auf die Knochenkante und gebe einen deutlichen Druck direkt drauf. Und ich bleibe statisch diesmal mit meiner Daumenkuppe auf der Schulterblattgräte. Ich aktiviere jetzt quasi künstlich durch diesen Druck die Golgi-Sehnenapparate, die machen jetzt quasi ihre Arbeit und der Muskel entspannt sich. Ich bleibe so lange auf dem Punkt, bis der Schmerz, der durch die Behandlung ja entsteht, ein erträglicher Schmerz, wie gesagt, sich nach unten bewegt, was in den allermeisten Fällen relativ bald, innerhalb von einer Minute in etwa, geschieht. Und wenn ich also hier eine Schmerzskala wiederum so von 2 bis 4 habe, gehe ich langsam wieder aus diesem Golgi-Punkt heraus und suche mir dann den nächsten. Nachdem wir hier eine ja relativ lange Strecke haben auf dieser Schulterblattgräte, habe ich auch 2 bis 3 oder vielleicht 4 Golgi-Punkte, die ich hier behandeln kann. Also ich gehe dann mit dem entsprechenden Abstand weiter nach innen und suche mir hier noch entsprechende Punkte. Was die Therapie beschleunigt und effektiver macht, ist, dass ich die Punkte suche, die bei Druck besonders empfindlich sind, besonders auffällig sind. Dort ist dann auch die meiste Spannung an der Sehne und das ist dann auch der Punkt, der am effektivsten wirkt für die Behandlung und zum Erfolg führt. Es ist so, dass allerdings die Anspannung der Muskulatur, die wir uns so aneignen im Beruf oder durch Sport, also die Verspannungen, mit denen die Patienten kommen, die sind unter der Reizschwelle dieser Rezeptoren, dieser Golgi-Sehnenapparate. Und deswegen springen die nicht an, die machen da ihre Arbeit nicht. Die Arbeit ist nämlich folgende: Wenn eine spontane, starke Spannung in der Muskulatur auftritt, wird das ja gemessen. Und wenn eine bestimmte Reizschwelle überschritten wird, dann geben diese Golgi-Sehnenapparate einen Nervenreflex ab, der dann ans Rückenmark gesendet wird, dort verschaltet wird, sofort wieder zurückgeht über eine andere Leitung in den entsprechenden Muskel hinein und dort den Muskel sofort spontan entspannt. Also das ist eigentlich ein Schutzmechanismus, den wir alle haben, den wir von Natur aus eingebaut haben sozusagen und den wir dann jetzt zur Therapie nutzen können. Um als Therapeut den Daumen etwas zu schonen, gibt es noch die Möglichkeit, mit einer Therapiehilfe zu arbeiten, mit einem Holzkreuz, mit einem Therapiekreuz, das verschiedene Enden hat, mit verschiedenen Dicken. Und dort kann ich dann anstatt des Daumens arbeiten. Und wir haben dort auch sehr schnelle, spontane Schmerzlinderung. Und die Kombination zu Trigger ist die auch. Es gibt Patienten, da kann ich nicht so gut Triggerpunkttherapie machen, weil ich arbeite ja im Weichteil, im Muskel selber. Wenn ich sehr schmerzempfindliche Patienten habe, dann kann ich diesen Reiz in der Muskulatur nicht so gut machen. Das ist zu viel.
Und dann weiche ich eben aus auf die Golgi-Punkte, weil die sind für den Patienten in der Regel immer gut erträglich. Und ich habe eine Gesamtentspannung des Muskels, die ich erreiche. Die Behandlung von Golgi-Punkten kann durchaus ein schmerzhaftes Verfahren sein. Inwieweit eine Anwendung für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob bei Ihnen irgendwelche Gründe gegen die Behandlung von Golgi-Punkten vorliegen bzw. Nebenwirkungen zu erwarten sind, besprechen Sie bitte mit einem fachkundigen, befugten Therapeuten.